Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir sind heute mal wieder in unserer Minecraft-Welt und wie ihr seht, Leute, wir haben, oder es müsste theoretisch heute Montag sein. Heute ist, der zweite Advent war gestern am Sonntag. Und wie ihr seht, wir sind jetzt endlich in ein bisschen weihnachtlicher Stimmung. Es schneit, es fällt überall Schnee. Ja, in dem Biom schneit Schnee. Das finde ich klasse. Naja, Leute, auf jeden Fall hatten wir ja in der letzten Folge unsere wunderschönen Villager hierher gebracht. Da werden wir heute auf jeden Fall auch noch weiter bauen, aber ich muss als allererstes erstmal was anderes machen. Denn ich schreibe mir ja immer fleißig, wie ich bin, eure Vorschläge und eure Anregungen, was wir im Projekt noch bauen sollen, in meine wunderschönen Notizen. Und da will ich heute erstmal ein paar Schilder machen und die To-Do-Liste, die eigentlich voll ist, einfach gleich nochmal ein bisschen erweitern. Ich nehme auch gleich mal eine Chest mit, da können wir nämlich dann gleich die Schilder reintun, weil ich denke mal, das wird nicht die allerletzte Erweiterung, die wir treffen werden von der To-Do-Liste. Hier wird wahrscheinlich immer wieder ein bisschen mehr rankommen. Was ich auf jeden Fall noch vorhabe, ist eine Mini-Zombie-Halle. Denn man kann Mini-Zombies eine Rüstung anziehen, eine Diamantenrüstung, und dann sieht das richtig, richtig niedlich und süß aus. Und wenn man davon eine Halle baut, dass man so durchlaufen kann im Prinzip, und links, rechts hat man Glasscheiben, wo man dann die Zombies sieht. Ich denke, das würde richtig, richtig heftig aussehen. So, dann möchte ich auf jeden Fall noch ein automatisches Lager bauen. Und ich will unbedingt so eine richtig heftig fette Untergrundstadt bauen. Das ist jetzt hier an der To-Do-Liste. Ein Friedhof und einen so richtig heftig großen Baum hatte ich auch vor. Das waren auch so meine Grundideen und halt kleine Sachen, die ich aber so nebenbei erledigen werde. Die werden dann auch noch so auf meiner To-Do-Liste und meinen Notizen auf Handy dann stehen bleiben. Und die werde ich so abarbeiten. Kommen wir zur heutigen Mission. Ich will ja den Villager-Breeder bauen, dass die Villager sich automatisch vermehren. Und hallo Creeper. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt und wir sind direkt aufs erste Problem gestoßen. Wie ich sehe, alles, was wir sonst brauchen, habe ich direkt. Die Wolle fehlt. Heißt, ich muss jetzt mal ganz kurz los und Wolle holen. Und wenn wir die Wolle haben, dann sollte eigentlich nichts mehr im Weg stehen, wenn ich jetzt hier nicht sterbe, weil ich wieder irgendwo richtig blöd runterlaufe. Aber so wie man mich kennt, ich brauche ja mal Stunden, um Tiere zu finden, weil ich einfach Pech habe, wie niemand anders gefühlt. Und ja, deswegen würde ich sagen, sehen wir uns einfach wieder, wenn ich genügend Schafe habe, dass ich genügend Wolle habe, beziehungsweise an sich genügend Wolle habe. Ich denke mal, das wird jetzt sicher seine eigene Zeit dauern. Und das gerade eben hat da niemand gesehen. Lol. LOL. Ist da noch ein Spawner? Sag nicht, hier ist. Das ist aber der. Ah, ja moin. Ein Zombie-Spawner. Da haben wir den nächsten Spawner entdeckt. Hallo. Wow. Ich habe gerade gedacht, hey, ist hier der Cave Spider-Spawner, den wir sonst auch gefunden haben. Er ist einfach ein Zombie-Spawner. Schallplatte. Sieht ganz nett aus, aber. Nein. Einfach ein Zombie-Spawner mal wieder gefunden. Leute, oh mein Gott. Oh mein Gott. Da. Leute, oh mein Gott. Ja. Nach Jahren. Da, ich glaube, da ist eine Herde an Schafen. Ich glaube, da ist eine Herde an Schafen. Ihr seid es, Freunde. Hi. Okay, 1, 2, 3, 6. Alter, ich habe gerade so viele Schafe gefunden. Ey, nee, das Spiel will mich verarschen. Leute, meine Aufnahme geht 45 Minuten. Ich habe gerade in 40 Minuten habe ich so viele Schafe gefunden, wie ich jetzt gerade gekillt habe. Muss ich noch viel dazu sagen, dass diese Minecraft-Welt mich einfach hasst? Also wirklich jetzt, dass sie mich einfach hasst? Wir haben genug. Ich habe jetzt nochmal die Setzlinge mitgenommen, Akazienholz-Setzlinge. Und Wolle, wie gesagt, haben wir genug. Und dann geht's jetzt zu Hause ran an den Villager Breeder, Alter. Wisst ihr, die Aufnahme läuft aber schon wirklich 40 Minuten. Ich nehme schon seit 40 Minuten auf. Und jetzt geht's erst an meine Mission, Alter. Wisst ihr, was das Beste wäre, wenn ich jetzt hier durch die Wüste laufe? Weil genau da hinten ist unser Haus. Ist jetzt 1000 Blöcke in die Richtung, dann sind wir zu Hause. Das Beste wäre, wenn ich jetzt hier durchlaufe und wir einfach einen Villager-Dorf finden. Und in diesem Villager-Dorf hätten wir alle Betten gehabt, die wir brauchen. Also dann war ich nicht wirklich, das wäre echt... Ne. Ein Wolf! Hallo? Hallo, lieber Wolf. Na? Oh, ja. Wuffi. Wuffi 2.0. Oh, noch ein Wuffi. Komm. Ja. Wuffi 3. Hi, Leute. Alles gut. Oh mein Gott. Kommt ihr mit? Ja. Da ist sogar noch ein dritter, aber ich habe keine Knochen mehr. Egal.
Jungs, alles gut? Nochmal rüber an Wuffy aus Folge 30. Vermisse ich immer noch Budi. Und da sind wir zu Hause. Da steht sogar direkt ein Villager. Hallo. Hallo, lieber... Ich weiß, ich habe es beim letzten Mal irgendwie hinbekommen, dass ich irgendwie von deinen... Ja. Nein! Oh mein Gott, greift jetzt mein Hund gerade die... Nee, mein Hund greift nicht an, okay. So, Wuffy, komm. Ab geht's, ab nach oben. Und Alter, sieht das... Also, das hat doch mal Swag, oder? Das hat mal Swag. Okay, und was wir unbedingt noch machen müssen, ist ein zweites Grab bauen, Leute. Denn wie ihr wisst, ist ja Wuffy 1 schon vor einiger Zeit gestorben. Rudi, ich vermisse dich jetzt schon. Du warst ein toller Hund. Und dann ist er in die Lava gelaufen und gestorben. So, und dann müssten wir tatsächlich jetzt theoretisch alles haben, was wir brauchen, um die wunderschöne Farm zu bauen. So, okay, Leute, dann legen wir hier jetzt gleich mal los. Also ich würde es auf jeden Fall ein bisschen höher gesetzt bauen. Ist halt auch weit vom Home entfernt. Später können wir die ja wieder abreißen, wenn wir genügend Villager haben. Aber ich würde sagen, hier ist unser Hauptpunkt. Und von da aus müssen wir jetzt 1, 2, 3, 4 Blöcke in jede Richtung. Und das müssen wir jetzt ganz easy einmal schnell verbinden. Das ist ja kein Problem. So, dann müssen wir hier eine Zweierreihe an Quarzblöcken hinsetzen. So, und das gleiche hier drüben auch nochmal. Ich könnte das jetzt auch mit irgendwelchen anderen Blöcken machen, aber ich muss sagen, Quarz hat mir jetzt am meisten zugesagt. Ich hätte hier auch Holz mal hinmachen können oder so, aber ich weiß nicht, ob die Villager das dann so annehmen müssten, sie theoretisch. Aber ich mach's jetzt einfach so und dann ist gut. Dann ganz easy kommen hier die Betten hin. So, dann geht es weiter. Wir müssen jetzt hier ein 3-Block großes Loch bauen. Dann kommen hier Falltüren hin, damit da im Prinzip die Baby-Villager später durchlaufen können, in Anführungszeichen. Und dafür sind jetzt die Half-Slabs. Und zwar kommen die hier rüber, dass dann nur die Baby-Villager wirklich durchlaufen und nicht die großen Villager. Schließlich wollen wir ja auch nur die Baby-Villager dann abtransportieren bzw. darunter bekommen. Und hier kommt der Wassereimer rein, den wir dabei haben. So, und außerdem baue ich jetzt mal ganz provisorisch hier eine Mauer drum, dass erstens keine Monster reinkommen und außerdem die Villager auch nicht raus. Die sollen ja schön da drin bleiben und hoffentlich das Dorf erkennen, was dort diesen Villagern simuliert wird. Dass sie sich halt, wie gesagt, vermehren. Theoretisch könnte von da oben auch ein Zombie runtergesprungen kommen. Aber der dürfte oder müsste eigentlich, außer er fällt halt ins Wasser, ne? Eigentlich müsste er dann so viel Fall Damage bekommen, dass er stirbt. Es ist das Wunderschönste, was ich hier gebaut habe. Aber wie gesagt, nur funktional. Und nein, zum Glück habe ich genügend Glowstone dabei. Fällt gerade auf, ich muss den Glowstone mal reinsetzen, damit das Eis nicht gefriert. Das Wasser nicht gefriert. So, und jetzt bereite ich einmal die Felder vor. Tu hier überall Weizen anpflanzen. Ich bin der Meinung, es ist Weizen. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Und dann müssten wir eigentlich 2 Villager hier schon hinbringen können. So, sorry, tatsächlich war das mein Fehler. Man muss Karotten anpflanzen, weil das mit den Villagern momentan nicht so richtig funktioniert, wenn ich es richtig mitbekommen habe, bezüglich der Mechanik über Weizen. Und deswegen machen wir das jetzt hier schnell mit Karotten. So, Leute, das wird dann hier die Auffangstation. Ich habe mir einfach gedacht, hier werden wir ein Auffangbecken mit Wasser hinmachen, dass sie hier reinfallen, mit Wasser abgetrieben werden, dann hier reinfallen. Hier geht es dann einen Block tiefer. Und hier kann ich dann über den Weg hier oder über da mir die Villager angucken, und wenn die gut sind, setzen wir die hier einfach in den Minecart rein und dann werden die abtransportiert über einen Geheimweg bis runter hinter zu unserem wunderschönen Hafen. Und am Hafen bauen wir dann die Eisenfarm. Dieses System hier werde ich dann in den folgenden Folgen bauen. Ich denke mal, das wird auch ganz lustig. Und jetzt ist die Frage, liebe Villager, habt ihr Bock? Denn ihr müsst jetzt irgendwie hier rüberkommen. Ich habe jetzt nochmal alles ausgecheckt. Also es dürfte nie passieren, dass von dort oben hier ein Villager ein Zombie reinkracht. Irgendwie die Villager töten kann auch von dort. Mist. Auch von da drüben kann nichts hier irgendwie reinfallen an Zombies. Eigentlich dürfte nichts passieren. Ich habe hier sogar noch den Block gesetzt, dass sie nicht mal ins Wasser fallen können. Weil ein Dach kann ich leider nicht bauen, weil ich kein Glas habe. Ich armer Schlugger. So, und jetzt mach dich auf den Weg, Villager. Los. Los. Der muss jetzt darüber gebracht werden, genau. Und das machen wir mit dem nächsten auch. Klasse. Ach, toll, dass du da... Ach, schön, dass du da oben gelandet bist. Hopp, ich gehe ganz kurz schlafen. Und werde jetzt die Dinger zerhauen. Oh, wow. Okay, das lief jetzt nicht so wie geplant. Ja, so. Nummer 1 ist frei. Und Nummer 2 auch. Sehr gut, jetzt geht bitte dahin und nehmt den Job an.
Warum nehmen die denn keinen Job an? Ach, der ist Kartograf? Und der auch, oder was? Oh, Jungs, ihr braucht... Ihr Kartograf ist unwichtig. Ja, danke. Ihr braucht nämlich Kartografen nicht. Einer muss mindestens Farmer sein. Und am besten wäre es sogar, wenn beide Farmer sind. Ich weiß gar nicht, warum. Wofür gibt es diese Kartograf-Dinger eigentlich? So. So, Farmer. Klasse. Und jetzt müssten die theoretisch... Wenn ich jetzt auch genug Knochenmehl hätte, um das hochzuzüchten, müssten sie was ernten und danach müssen sie anfangen, Liebe zu machen. Wenn ich es richtig verstanden habe. So, Brudi, und du kommst mit. Du bist nämlich dann später der Erste, der mit zu mir nach Hause kommt. So, zack, zack. Dann passt das alles. Das reißen wir auf jeden Fall noch ab. Keine Frage. Und ihr hier kommt auch klar. Dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Wo es dann heißt, dass wir da unten die Station bauen. Ich hoffe wirklich, wir sehen uns dann wieder, Leute. Bis dann und ciao. Und Alter, sieht das... Also das hat doch mal Swag, oder? Das hat mal Swag.